Haben wir eigentlich schon einen Namen für, hast du einen Namen für die Sendung? Nee. Zu Gast bei? Nee, du hast ja gesagt, mir. Also du hättest Vorschläge, wenn wir gebacken hätten. Was war denn mal dein Vorschlag? Es gab die Backstreet Boys auf jeden Fall. Back for Good würde natürlich auch gut passen. Weißt du, ich mache einen Podcast, der heißt Podcast ohne richtigen Namen. Mhm. Die Kurzform davon ist Porn. Wir haben noch einen Verbrechens-Podcast, der heißt Verbrechen ohne richtigen Namen, also Porn. Mhm. Beim Backen wären wir bei Born. Das geht auch. Es geht unglaublich viel, was auf ORN endet. Kochen ohne, obwohl, das macht keinen Sinn. Kochen ohne richtigen Namen, das... Na, im Grunde ist genau das, was wir heute tun. Ja. Das muss man dazu sagen. Vielleicht müssen wir ganz kurz erzählen, woher wir beide uns kennen. Wir haben uns jetzt wirklich bestimmt 17 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Bestimmt, ja. Irgendwie so die Schlusszeit von Giga und Giga Games, ne? Genau. So, als das in den letzten Zügen lag und das war so, ich bin 2006 gegangen von Giga. Das sind 17 Jahre her. Ja. Genau. Und das muss man nämlich dazu sagen, du bist nicht sonderlich viel vor der Kamera gewesen seitdem, weil du es eigentlich gar nicht gerne magst. Nee. Und deswegen freue ich mich wirklich wie Bolle, dass du hier bist. Ich glaube, du bist, also ich habe einen Menschen gehabt, den ich in der Zeit nach Giga überhaupt Sachen vor der Kamera gemacht habe und nicht viel. Ja. Das war Jochen. Ja, Dominikus. Mit Jochen, genau. Dominikus habe ich damals irgendwie im Games-Bereich bei Giga angefangen und das ist halt irgendwie so, ich war nie so richtig gerne vor der Kamera, war oft ein bisschen unsicher. Ich habe auch in der Schule Panik gehabt vor allen Referaten, öffentlichen Reden und so. Und dann ist dieser Vertrauensfaktor halt voll wichtig, dass du halt jemanden hast, wo du weißt, mit dem liege ich auf einer Wellenlänge und da passiert nichts, was ich nicht will in so einer Sendung. Ne? Und deswegen habe ich, wenn überhaupt, dann nur was mit ihm zusammen gemacht und das war auch extrem wenig. Das waren so Kleinigkeiten. Wir waren mal zusammen bei der Gamescom oder ja, so und haben halt so 2, 3 Aufsager dort gemacht. Und ja, du bist der Erste, mit dem ich jetzt irgendwie seit dieser Zeit wieder vor der Kamera stehe. Wie ist denn bei dir überhaupt dieser Fokus auf die Low-Carb-Ernährung gekommen? Also ich glaube, die Leute, die euren Podcast hören, die wissen das natürlich, aber vielleicht magst du es kurz erzählen. Ich habe 2019 eine Krebsdiagnose bekommen und ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das hat so einige erhebliche Einflüsse auf den gesamten Stoffwechsel, Ernährung und Verdauung und so gehabt. Und eine OP, die die Hälfte der Bauchspeicheldrüse mich gekostet hat, hätte sie mich die gesamte gekostet, wäre ich auch noch Diabetiker geworden gleichzeitig. Ja. Das habe ich zum Glück nicht. Es ist noch ein bisschen übrig geblieben. Das heißt, ich habe nicht die Probleme, die man auch noch als Diabetiker ist auch wieder so eine Sonderernährung, wobei die nah an meiner ist mit Low Carb. Richtig. Und man kriegt dann 10 Millionen gut gemeinte Tipps. Es gibt immer so das Sprichwort, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Oh ja. Und ganz viele betreffen die Ernährung. Dann kommen immer irgendwelche Leute und sagen einem, ja, wenn du dich so und so ernährst, hat eine Freundin von mir gemacht, Krebs war weg und ist nie wiedergekommen. Mhm. Und es gibt Intervallfasten, wo der Krebs nie wiederkommt. Es gibt Milch ersetzen durch Soja, wo der Krebs nie wiederkommt. Es gibt vegan, da kommt er sowieso nie wieder. Dann gibt es hier Haschisch. Ach so. Was nicht Ernährung ist, aber wo die Leute dann sagen, dann kommt das nie wieder und du bist geheilt und so. Und oft steckt in den Dingen ein Fünkchen Wahrheit drin. Mm. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, wie komplex das ist, aber oft steckt ein Fünkchen Wahrheit, aber du kommst dann schnell darauf, so leicht ist es nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber so ist es halt einfach nicht. Eine Empfehlung, die ich bekommen hatte, war eben die dieser Low-Carb-Ernährung. Und das habe ich mit meinem Arzt abgesprochen. Habe ihn erstmal gefragt, spricht aus deiner Sicht überhaupt was dagegen? Ja. Das ist nämlich oft das Problem, dass die Ärzte dann sagen, ja, die und die Sache ist halt schwierig, weil. Und er sagte, nö, spricht nichts dagegen. Die meisten Menschen nehmen sowieso viel zu viel Zucker zu sich vor allen Dingen. Dann habe ich das ausprobiert und dann dachte ich mir, okay, wenn das keinen negativen Effekt hat, gesundheitlich eher sogar einen leicht positiven und mir geholfen hat, irgendwie ein paar überflüssige Pfunde loszuwerden, womit ich auch viel zu kämpfen hatte. Ja, dann bin ich eben dabei geblieben, aber habe halt die Herausforderung oder den Nachteil, dass jetzt natürlich bei jeder Art von Ernährung ich immer schaue, funktioniert das, passt das irgendwie in meinen Ernährungsplan? Du hattest ja direkt auch Wünsche geäußert, was ich total schön finde, weil man dann direkt irgendwie auch so eine Richtung hat. Und da hast du gesagt, toll wäre sowas wie ein leckeres Brot, was nicht einfach nur wie zusammengepappte Körner schmeckt oder irgendwie sowas wie leckere Brötchen. Und du hast gesagt, herzhafte Snacks. Was man cool machen kann und was darüber hinaus natürlich auch vegan ist, ist eine Frühlingsrolle. Willst du vielleicht in der Zeit, ich würde schon mal die Möhren schälen, ein paar Pilze schneiden?
dass du einfach schon mal so ein bisschen in so Scheiben schneidest. Kannst ja hier so ein bisschen den Strunk entfernen und die einfach so ein bisschen in Scheiben oder in kleine Streifen schneiden. Ich mach mal was jetzt. Die Schubladen gehen halbautomatisch auf. Das heißt, man drückt leicht dagegen, da ist dann so ein Motor drin und dann geht die Schublade auf. Und du hast mich eben vorgewarnt, dass das jedem passiert, weil man sich halt gerne mal an so ein Ding dran lehnt, dass man dadurch die Schublade halt aufdrückt. Ja. Wir sind jetzt bei einmal, wir machen das immer so, ihr trinkt einen kurzen, wenn einer von uns aus Versehen die Schublade aufmacht. Ja, dann übertragen wir diese Regel auch direkt auf die Folge mit Maxi. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt euch die an. Meinst du, dann kann keiner mehr die Folge gucken? Nee, überhaupt nicht. Ich habe übrigens jetzt hier parallel mal angefangen, schon mal eine Zwiebel aufzuschneiden. Ja. Finde ich auch immer ganz lecker, wenn das gleich noch mit reinkommt. Und wir werden uns gleich, aber du machst das perfekt, ich habe mir gar nicht so viel Mühe gegeben, noch dem Kohl widmen. So ein paar kleine... Kohl ist gut. Ne? So ein paar kleine Schnitze Kohl finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Ja, ist manchmal auch gar nicht so leicht, Sachen zu finden, die alle ungefähr die gleiche Garzeit haben. Ne? Stimmt, richtig. Wie bist du da? Ich mag das ja immer gerne, wenn Sachen noch immer so ein bisschen knackig sind und nicht so komplett. Ja, kommt immer drauf an. Ich habe halt irgendwie den Nachteil gehabt, dass ich in letzter Zeit häufiger mal Sachen in Aufläufe getan habe, die ursprünglich Tiefkühlgemüse waren. Ja. Und dann machst du plötzlich so einen Auflauf und der ist eine Stunde drin und der Käse ist obendrauf richtig dunkel und braun. Aber es knackt halt noch, wenn du auf den Blumenkohl beißt und das ist halt nicht so meins. Weil der noch tiefgefroren ist. Ja, ja. Wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, wir sind auch beide irgendwie nicht in der Lage, Messer vernünftig zu schärfen. Ne? Nee, Maxi würde sagen, ist mir egal, dann kaufe ich halt neue. Aber ja. Ja, es ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht die dümmste Geschichte. Ich habe mir so einen elektrischen Messerschleifer gekauft. Ja. Der ist gut, also halbwegs gut, aber halt erstmal ist er auch laut wie eine Kreissäge. Ne? Weil ich dachte mir, vielleicht kannst du den mal irgendwie nebenbei, dann bist du im Fernsehen, guckst dir irgendwie eine Serie an, schleifst nebenbei die Messer oder so. Nee, am Arsch die Räuber schleifst du nebenbei die Messer, wenn neben dir so eine Kreissäge an ist. Dann habe ich mir irgendwie so einen japanischen, zweiseitigen, feucht gemacht werdenden Messerblock, wo du dann immer in so einer runden Bewegung in einem 15-Grad-Winkel dieses Messer drüber führen sollst. Und ich stand halt, ich glaube, 5 oder 10 Minuten da mit meinem Scheißmesser, hab das da irgendwie drüber geschubbert wie so ein Kranker. Ich habe den halben Block damit abgewetzt und dachte mir, jetzt kommt aber bestimmt die Genugtuung, dass ich dieses Blatt Papier nehmen kann, durch. Und ich nehme ein Blatt Papier. Es knickt einfach nur. Nix. Und wenn jetzt gesagt hätte, okay, an der Spitze, weil es ist natürlich schwer, das immer gleichmäßig hinzubekommen, dass die Spitze ist, aber nee, einfach in der Mitte. Da, wo definitiv, wo ich die ganze Zeit lang diesen komischen Ziegelstein abgeschliffen habe. Nee. Ich habe mal ein bisschen Olivenöl in die Pfanne getan und jetzt kommen schon mal die, naja, kleingeschnitten kann man das nicht nennen, die Möhrchen, die Zwiebel, Ingwer und ein bisschen Knoblauch habe ich noch geschnitten, kommen alle mit rein. Sehr gut, ja. Beim Öl musste ich an die Pommesbude denken, wo ich früher immer meine Pommes gekauft habe. Und dort habe ich gelegentlich Bier gekauft und die haben wohl nicht viel Bier verkauft. Und dieses Bier war immer an der Theke, also hinter dieser Theke. Und dieses Bier hat Frittenfett angesammelt unter dem Kronkorken. Mm. Also ich weiß nicht, ob es nur vom Aroma oder Geruch war, weil es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch so, dass man Dinge schmeckt, die man nur riecht. Aber war das gut? Nee. Also so ein Pilz mit Frittenfettgeschmack war gar nicht so gut, wenn man sich das vielleicht vorstellt. Ich dachte, die Geschichte geht vielleicht jetzt in die Richtung, dass wann immer du überraschend gut und jetzt tunke ich mein Bier immer in so ein bisschen altes Öl. Und dass so du immer sehr enttäuscht bist, wenn du eins bekommst, was nicht danach schmeckt. Ich habe immer so einen Block altes Biskin da und bevor ich so ein Bier aufmache, schraube ich dann ein bisschen mit dem Biskin da rum. Nee. Ich habe noch ein Geständnis. Und zwar, du erinnerst dich daran, als wir damals bei Giga waren, das war ja die Zeit von WoW. Ja. Daher werden dich ja übrigens, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, viele, viele, viele Leute kennen da draußen. Von World of Warcraft. Ja. Ist gut möglich. Ja. Ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge von World of Warcraft-Spielern zu aktiv am Kochen interessierten Veganern ist. Das stimmt, aber unabhängig jetzt von meinem Kanal sozusagen und diesem Video, kennen dich ja wirklich viele Leute daher unter dem Namen Onkel Barlo. Mhm. Genau, da hast du immer sehr, sehr schöne Videos gemacht, wo du erzählt hast,
Wie fasse ich das jetzt zusammen? Warum beispielsweise der Schurke oder der Hexenmeister so ist, wie er ist und die Spieler vor allen Dingen so sind, wie sie sind. Genau. Ne? Müsst ihr euch angucken. Ich verlinke euch einfach auch mal zwei Folgen unter dem Video. Sehr, sehr amüsant, das Ganze. Und danach hast du ja viel noch, du hast Patchnotes besprochen, du hast Tipps und Tricks gegeben zu WoW. Eigentlich alles, was so das Spiel hergegeben hat, weil du da wirklich voll das Brain bist oder warst. Ne? Ja, kann so richtig das Brain auch nicht. Da gibt es wirklich Leute, die da richtig das Brain sind, aber ich habe immer gerne auch viel darüber geredet. Okay, und wir haben bei Giga halt auch immer morgens darüber geredet, weil in den meisten Fällen ist man dann während der Arbeitszeit schon viel dazu gekommen, das zu spielen, aber nicht so viel hast wie du nach. Hast du aktiv irgendwie gespielt? Genau. Und ach gut, dass du das gar nicht mehr weißt, das war nämlich ganz lustig noch. Und dann haben wir so jeden Tag morgens so ein bisschen gequatscht. Du hast so gefragt, so hey, wie läuft's bei dir? Welches Level bist du? Wie entwickelt sich alles? Und ich habe immer gesagt, du, super, geht gut voran und so. Streng genommen war ich, sobald ich in Ashenvale war, tot. Nur noch in Ashenvale und habe unsichtbar als Dudu hinter so einem Baumstamm gesessen und einfach tierische Angst gehabt, dass irgendwer vorbeikommt, der mich umkloppt. Und hab, bist du nicht alleine? Ist hab Questen gegangen. Komplett eingestellt. Ne? Und wenn Georg mich dann am nächsten Tag gefragt hat, so, hast du gelogen? Ja, weil es mir so peinlich war. Ja, ich bin Level 27. Mir war es so peinlich. Habe ich gesagt, ja, gut vorangekommen, 32 jetzt. Und nächsten Tag hast du wieder gefragt und ich habe wieder nur da einfach gesessen. Habe mich ganz kurz getraut. Ich hatte gar nicht schön, dass du auch noch dazu zähltest. Einen Mob zu kloppen, ja, und bin dann wieder in meinen Baumstumpf und habe mich wieder unsichtbar gemacht. Wirklich. Also ich hatte so einen Schiss da. Aber da gibt es so geile Geschichten. Es gibt so ein paar YouTuber, die halt auch... Einer meiner Lieblings-YouTuber bei World of Warcraft-Content heißt Preach. Mhm. Ist ein Engländer. Und der liest Geschichten vor, die von Zuschauern eingesendet werden. Ja. Und natürlich muss man sich immer fragen, wie hoch ist der Wahrheitsgehalt? Aber da erzählen halt viele von ihren Newbie-Geschichten. Und die Serie heißt Drama Time. Ja. Viele erzählen auch von Gildendrama oder so, ne? Also, dass Leute sich dann untereinander nicht verstanden haben oder der eine aber die Halskette vom Boss haben wollte und nicht bekommen hat und so. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und solche Storys gibt es da auch zu Tausenden. Halt Leute, die einen Rechner hatten, der so langsam war, dass der Ladebildschirm, wenn sie mit dem Zeppelin geflogen sind, so lange war, dass sie wieder zurück waren an ihrem Startpunkt, weil der Rechner so langsam war, dass er die Stadt nicht laden konnte in der Zeit. Oh, wie gemein. Und solche Geschichten. Also du bist überhaupt nicht alleine, was das betrifft. Und ich habe eine Zeit lang so Videos gemacht, eine Videoserie, die im Prinzip auch Fragen oder Anmerkungen von meistens WoW-Spielern waren. Angefangen hat das nur mit Gaming-Themen, das hat sich dann aber auch auf allgemeine Themen erweitert. Ja. Und wo mir die Leute halt auch ihre Newbie-Geschichten erzählt haben und da waren auch so viele Leute dabei, die irgendeinen Kack gemacht haben, nicht wussten, wie sie den Fehler beheben und dann den Charakter gelöscht haben und woanders angefangen haben und dann war es ihnen auch zu peinlich nachzufragen und so, also du bist überhaupt nicht alleine. Hast du eigentlich irgendwie, es gibt ja Leute, die obwohl das sind ja dann meistens die Nicht-Veganer, die ganz, ganz empfindlich reagieren, wenn jemand zu einer Nicht-Wurst Wurst sagt. Und es steht ja dann teilweise auch auf den Verpackungen anders drauf, ne? Das ist ja nicht Bratwurst, sondern Bratling oder so. Ja, ich will ganz ehrlich sein, ich bin überwiegend von den Leuten genervt, die das nervt, dass das ja, da drauf steht. Ich denke immer, Leute, was. Stellt euch doch nicht so an, ihr wisst doch, was das ist. Richtig, genau. Okay. Wenn da steht Tofu, Wurst oder so, dann müsst ihr doch keine Panik haben. Ja, warte ruhig noch einen kurzen Moment, wenn es ein bisschen weicher ist. Ja. Ich habe meins zum Beispiel zu früh rausgeholt. Genau, weil ich finde immer, der Gedanke ist doch der. Du sagst jetzt, Mensch, ich liebe Bratwurst und ich hätte und ich so gerne mal wieder eine Bratwurst. Aber vegan. Dann ist es doch super, wenn da steht vegane Bratwurst, weil du weißt, was du ungefähr zu erwarten hast. Und wenn dann der Geschmack auch noch einigermaßen ähnlich ist, warum nicht, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich sage, ich hätte gern ein alkoholfreies Bier, dann steht da auch Bier alkoholfrei. Ja. Mhm. Da, also mich regt's und nicht auf. Kohlensäurehaltiges Hopfengetränk. Ja, genau. Oder was auch immer. So, da denke ich immer so, was soll das? Ne? So, ich glaube, jetzt kann man ihn rausholen. Genau. Weil das macht es doch nur leichter für die Leute. Und ich nehme doch der Person, die gerne die Bratwurst hätte, nichts weg. Und ich habe das Gefühl, das wird so, wie wenn man Zigaretten dreht. Hast du jemals geraucht? Nee. Gott sei Dank. Macht es nicht, Leute. Aber für diejenigen, die mal geraucht haben, die meisten werden es halt kennen, indem sie halt sich irgendwelche Zigaretten gekauft haben. Und die halt einfach geraucht. So. Man kann die aber auch selber drehen. Ja. Normalerweise als Raucher, der es nicht gewohnt ist, hast du ist man geraucht? Nicht. Ja, ich habe
viel zu lange geraucht, aber dann Gott sei Dank aufgehört. Als jemand, der es nicht gewohnt ist, kriegt man es halt nicht ansatzweise hin, diese Dinger zu drehen. Ja. Am Ende ist nichts drin, in der Mitte ist nichts drin, am Anfang ist nichts drin. Kleben tut das auch nicht vernünftig, weil die Stellen ja überall unterschiedlich dick sind. Dann hast du so eine Stelle, wo dieses Papierchen auflappt. Dann legst du da nochmal an, versuchst das irgendwie zuzukleben. Und dann hast du halt so ein Gebilde, was am Anfang, weil halt viel zu wenig Tabak drin ist, halt auch nicht einfach schön angeht und eine Glut hat, okay, sondern erstmal so eine Stichflamme gibt, halb abfackelt, dann fällt dir so ein bisschen heißer Tabak runter. Und so, daran erinnert mich das Ganze. Aber ist es denn nicht genau wie beim Rauchen, dass der Raucher sagt, naja, Hauptsache Nikotin, und wir als Esser sagen, naja, Hauptsache es schmeckt. Ja, aber du sagst doch, kennst du auch diesen Spruch, das Auge isst mit. Ja, bist du so? Ich nämlich gar nicht. Ich schieb dir mal ein zum bisschen gewissen Grad davon rüber. Zum gewissen Grad. Du packst dir so, da so viel rein, wie du magst. Ich bin nicht so ganz extrem so. Weil aber ich bin gar nicht so. Ich finde aber wirklich auch, dass diese, also jetzt Sommerrollen, Frühlingsrollen, was auch immer das jetzt sein soll, was wir gerade machen, ist ein super Rezept, weil du es so fantastisch variieren kannst. Ne? Ja. Was ich zum Beispiel gerne mache, was ich jetzt weggelassen habe, weil Kohlenhydrate, Mango oder sowas noch mit reinpacken. Ne? Ja. Oder, weiß ich nicht, ganz viele frische Sachen. Ich habe irgendwann, bei mir war das so, dass meine Schwester früher oft Salate gemacht hat und Unmengen Äpfel da reingetan. Das fand ich immer unfassbar fies, weil ein bisschen was bei manchen Sachen süß ist okay, aber wenn du so eine Mischung aus Obst und herzhaften Salat hast. Nee. Nee. Und deswegen ist halt, das ist wieder diese Hawaii-Pizza-Diskussion. Ja, richtig. Deswegen ist meine Herangehensweise, wenn es ohne Obst geht, dann erstmal ohne Obst. Ja. Weil man da halt auch sehr schnell sehr viel falsch machen kann. Dann haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich finde, bei Veganern ist es oft so wie mit Toupets, man bemerkt nur die schlechten, ja, die einem dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf den Nerv gehen. Und dann gibt es irgendwie diese Gegenbewegung gegen etwas, ohne zu merken, dass der, mit dem man spricht, eigentlich gar nicht der Feind ist. Wenn das ein Salat ist, der vegan ist, und du sagst, ich möchte ihn aber gerne mit Schinken essen, dann tu halt Schinken rein. Go for it. Wenn du jetzt einen Veganer hast, der dann sagt, auf keinen Fall, du Stück Mist, warum tust du da Schinken rein, dann ist das sein Problem. Richtig. Ich sehe übrigens gerade, dass wir den bislang komplett rausgelassen haben. Ich habe immer noch nicht dran gedacht, die Petersilie zu nutzen da drüben, die glatte Petersilie. Aber das macht ja auch nichts, das könnt ihr ja sonst zu Hause machen. Oder wir nehmen das gleich noch zum Garnieren. Denn das, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen unsere Frühlingsröllchen oder Sommerrollen oder was auch immer und packen die jetzt mal in die Pfanne. Und lassen die so ein bisschen anbraten. Müsst ihr aber nicht machen, denn das muss man dazu sagen, wir könnten die natürlich jetzt auch so einfach snacken. Ne? Also in diesem labbrigen Zustand, das mögen ja viele gerne. Ja, wirklich. Hast du das noch nie probiert? Nee. Ach Quatsch. Ja, wollen wir. Willst du es probieren oder lieber erst crispy machen? Ich möchte es crispy, glaube ich. Okay, alles klar. Dann machen wir das. Und was man dann natürlich auch noch machen kann, ist, dass ihr euch ein bisschen Sesam nehmt und den noch oben drüber gebt. Könntet ihr jetzt noch mal vorher ein bisschen einölen, aber in den meisten Fällen, solange das Reispapier noch so ein bisschen Feuchtigkeit hat, klappt das so ganz gut. So, einmal rumdrehen. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Kannst du gut Essen wegschmeißen? Nee, also sowas muss ich dann. Da muss man sich echt dran gewöhnen, vor allem, wenn das teure Zutaten sind. Und du denkst, ich schmeiße jetzt gerade 10 Euro weg oder so oder 15. Weil gar nicht. Georg hat gerade eben, bevor wir angefangen haben zu drehen, von Brownies erzählt, die du gemacht hast, die auch einfach nur so eine Masse geworden sind. Und da denke ich dann auch so, da sind ja nur gute Zutaten drin und es tut einem wirklich im Herzen weh. Ne? Das war so ein Brownie-Rezept. Und wenn man jetzt so, ich habe jetzt so ein paar verschiedene Varianten. Ich habe einen Marmorkuchen, der gut ist, der wirklich lecker ist. Und ein American Cheesecake, auf den ich sehr, sehr stolz bin, den ich auch sehr, sehr lecker finde. Ist nicht vegan, aber kann man ja ist machen. Kohlenhydratarm. Und dann dachte ich mir, es kann jetzt nicht so schwer sein, wenn man weiß, dass ein Marmorkuchen funktioniert, dass Brownies funktionieren. Weil die sind ähnliches Ding wie halt ein Schokokuchen und ein bisschen mehr Schokolade rein, Schokosplitter, wie auch immer. Erstmal eine Schokolade zu finden, die halt wenig Kohlenhydrate hat, ist nicht easy, weil die meiste halt viel Zucker hat. Dann habe ich also eine ganz dunkle Schokolade gefunden, die wenig hatte. Und dachte mir, ich mache jetzt Double Choc Brownies. Und habe so ein Rezept gefunden für diese Brownies, das super bewertet war. Schmeckte voll scheiße. Und ich habe ein bisschen was davon mit stark gezuckertem Milchkaffee getunkt oder runtergewürgt. Und beim Rest des Bleches war ich dann ehrlich genug gegenüber mir selber zu sagen, es
es gibt keinen Geisteszustand, in dem ich das nicht nur mit Genuss, sondern mit weniger als Widerwillen runterbekomme. Oh nein. Hab ich gesagt, nee. Das Experiment wird als gescheitert betrachtet und es ist in der Mülltonne gelandet. Oh Gott, guck mal, die sehen das schon ganz gut aus. Das sieht gut aus. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Unterschiedliche Bräunungsgrade. Aber die sehen so aus, als hätte ihnen das Braten gut getan. Sie sind halt braun geworden und sehen so aus, als wären sie fest geworden. Definitiv, genau. Jetzt kann man die eigentlich so eigentlich auch ganz gut in die Hand nehmen. Ich würde sagen, wir probieren das. Ich habe hier schon mal Sojasauce gemischt mit ein bisschen Reisessig hingestellt. Da könnte man sich jetzt beispielsweise einfach noch ein bisschen was von der Chili reinschneiden. Die haben wir aber ja mit reingepackt. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen was von dem Sesam. Je nachdem, auf was ihr Lust habt, seid ihr kreativ. Ich probiere jetzt mal pur. Okay. Probiere pur, ist es noch heiß? Guck, ob es zu heiß ist. Mhm. Ist gut. Ich hätte nicht erwartet, dass aus diesem Oblaten aufgeweicht etwas wird, das anschließend, also was heißt gut schmeckt, also zumindest, das schmeckt ja nach nicht viel. Nee, genau. Aber zumindest halt nicht irgendwie negativ auffällt. Das ist schon mal, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Wenn man so eine Sonderform der Ernährung hat, es reicht ja in vielen Fällen schon mal auf, dass das, was man als Ersatzprodukt benutzt, zumindest mal nicht negativ auffällt, indem es irgendeinen fiesen Beigeschmack oder Nachgeschmack oder so hat. Und jetzt natürlich mal tunken, dann ist das eine ganz andere Sache. Also in den meisten Fällen macht man das so, dass man die Inhalte, die wir jetzt da reingepackt haben, relativ wenig würzt. Weil ich nehme jetzt doch Messer und Gabel. Aus einem einfachen Grund, weil es zu heiß ist. Mach das. Ich finde, das ist schön, dass du goldenes Besteck hast. Nur für Gäste. Du selbst darfst das nicht benutzen? Ich finde es richtig gut. Also nicht das Besteck, sondern unsere Frühlingsrollen. Das war eine gute Idee. Wollte ich nämlich jetzt fragen. Also Eindruck zu gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Genau, und ob ihr die crispy macht, ob ihr die weich lasst oder so, das könnt ihr ja dann selbst einfach entscheiden. Und ich bin natürlich noch sehr, sehr gespannt. Ich will natürlich auch noch deinen Kakao, so viel können wir schon mal spoilern, gleich auch noch probieren. Gibt es dann gleich auch im nächsten Video. Kein Hexenwerk, aber ja, ich bin stolz auf den. Für den Moment erstmal ganz lieben Dank, Georg. Gerne.